Hallo und herzlich willkommen zu Part 4 von Crash 3 Hang 'em High. Den goldenen Edelstein kann man, glaube ich, sich schnell holen, wenn man gut ist, aber wir spielen das Spiel normal. Oh ja. Da ja. Aber ich glaube, die Kisten kriegen wir nicht alle. Wir werden es natürlich probieren, weil wir gute Spieler sind. Hiya! So, zack. Waha! Habe ich ja sogar schon bis Samstag voraufgenommen, wenn der Part durch ist. Das ist cool. Hier eine Supermaske zu haben, das macht Spaß. Weil Schnellklettern ist eine Fähigkeit, die Crash echt haben sollte. Wuhu! Wisst ihr, ich freue mich jetzt, als der Gedanke gekommen ist, ey, man kann ich ja mal Classic Crash Team Racing spielen. Da habe ich mir echt gedacht, cool. Da hätte ich echt Lust drauf. Weil das Spiel macht ja, also in der PS4-Fassung jetzt, macht das unglaublich viel Spaß. Da ist ja jetzt auch Spyro mit dazu gekommen, der genau dieselben Stats hat wie Tiny Tiger. Und mit dem habe ich ja alles gespielt. Deswegen bin ich jetzt sehr zufrieden damit. Hat zwar sehr wenig Münzen, kann mir also sehr wenig extra Zeug holen, aber Spyro ist schon top-notch für mich. Da bin ich sehr zufrieden. Muss ich mich nicht umgewöhnen. Entschuldigung. Danke. Und Bonus. Ey, wenn man das Speedrun, dann nimmt man so viele Sachen nicht mit. Man muss sich hier voll zurückhalten. Und nicht an irgendwelchen Kisten vorbeirennen. Weil das eine dumme Idee wäre. Haja! Och nee, nicht im Ernst. Okay, das war vielleicht auch nicht das Schlauste. Aber erwische ich alles. Wuhu, das ist ja cool. Oh, halt. Okay, so, zack. Wieder back. Nee. Zack, zack. Okay. Ich bin richtig gut. So, beim letzten Mal haben wir über die PS4-Spiele geredet, die ich eigentlich hätte ordentlich aufzählen können, sollen, weil es ja noch nicht so viele sind. Jetzt überlege ich, was wir jetzt reden können. Für was für eine Konsole hat man wenig Spiele? Ah, ich weiß, ich habe für die Switch wenig Spiele. Ich habe jetzt kurz überlegt, PS1, nein, habe ich 50. Also ist auch nicht viel, aber trotzdem. Die Nintendo Switch, da sind wir, glaube ich, bei 12 Spielen oder so. Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall Splatoon 2, wir haben ja keine Wii U. Splatoon 2, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Let's Go Pikachu haben wir. Weil Pokémon ist toll. Zelda, Link's Awakening wird besorgt, da freue ich mich so sehr drauf. Das wird ja wohl beide mitnehmen, wenn das explodiert. Nein, meine Hose. Na, mal gucken. Okay. Verstanden. Ah, dann sollte ich doch eigentlich unten beides wegdrehen können. Aha! Sicherheit geht vor. Dann noch. Ja, das ist echt schwer. Super Mario Maker 2 natürlich. Zack. Da spiele ich gerne die Level von meinen Brüdern. Oh, cool. Alle Kistis. Und zack. Wow. Das Spiel macht Spaß. Crash in Centrilogy haben wir dafür tatsächlich auch, weil ich habe im Dezember, also 2 Monate bevor ich mir die PS4 geholt habe, nicht damit gerechnet, dass ich mir eine PS4 hole. Das war vielleicht nicht das Schlauste, aber es ist jetzt so. Switch. War's das schon? Wir müssen auch noch mehr haben. Wir haben 3 Reihen mit 4 Spielen. Das weiß ich. Ungefähr. Mist. Wettrennen fahren. Turbo. So, first run. All chests. Crates. All chests. Alter, da bin ich ja. Da bin ich aber brutal vorbeigefahren. Also wirklich, richtig, ne, will ich nicht. Also wirklich, ich habe den Kisten gesagt, nein, nicht mit mir. Ihr kommt zu mir, wenn ihr gehabt werden wollt. Ich lasse mich nur von Frauen ansprechen. Ich selber sage nichts. Breath of the Wild ist ein sehr schönes Spiel. Oh, am meisten spiele ich, glaube ich, tatsächlich Tetris. Tetris 99, weil Battle Royale Tetris, das ist schon cool. Ja, das ist nicht wirklich Battle Royale, ja, lass mich meinen Spaß haben. Dann, bam. One Piece Unlimited Warriors haben wir auch. Das weiß ich. Zack. Ne, 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 ne.
brauche die Kisten. Und ich habe schon 10. Fehlen nur noch 3. Na, schaut mal. 12. So, und ab jetzt Turbo. Verschwinde aus meiner Fahrbahn, du mein Lieber. Sonst fahr ich dir gleich noch hoch. Ich habe nur gesagt, all crates, first try. Das ist jetzt nicht passiert, aber... Also, wir sind nicht Erster geworden, Entschuldigung. Ich hab's nicht geschafft. Ey, zu überlegen, was man für Spiele hat, ist echt nicht so leicht. Ich könnte meinen... Leute, Nintendo 3DS. So, jetzt geht's los. Da habe ich fast 40 Spiele, glaube ich. Ich liebe den 3DS. Fangen wir mal an. Ich habe... Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, ich habe Legend of Zelda Link Between Worlds, ich habe Legend of Zelda Triforce Heroes, ich habe Hyrule Warriors, ich habe Luigi's Mansion 2, ich habe Super Mario Maker DS, 3DS, vom Nintendo 3DS, ich habe Super Smash Bros. Vor Nintendo 3DS, ich habe, oh mein, New Super Mario Bros. 2, ich habe Meisterdetektiv Pikachu, ich habe, ich habe Pokémon Sonne, ich habe Pokémon Mond, ich habe Pokémon Ultrasonne, ich habe Pokémon X und Y, ich habe Pokémon Omega Rubin, Pokémon Super Mystery Dungeon, ich habe... Oh, das ist anstrengend nachzudenken. Star Fox 64 3D habe ich. Ich habe... Was habe ich denn noch? Ich weiß, was ich nicht habe. Ich gewinne das hier wieder nicht. Verdammt. Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Fire Emblem Warriors, das habe ich gewonnen. Für 3DS habe ich tatsächlich erstaunlich viele Sachen gewonnen. Ey, ich werde wahnsinnig. Dieses Nicht-Wissen im Kopf, wenn man es nicht vor sich liegen hat, wow. Donkey Kong Country Returns 3D habe ich. Oh, auch super viel Spaß. Und los. Was gibt's denn da bloß noch für? Ich versuch gerade meinen Stapel zu sehen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe... Oh, diese Stille, diese Pausen jetzt, die tut mir auch richtig leid, aber ich möchte das gerne zusammenkriegen. Weil ich mag mein 3DS. Ich habe hier Metroid Prime Federation Force. Metroid 2 Return of Samus. Also dieses Remake dafür. Oh, das ist auch so gut. Habe ich so geliebt, fertig zu spielen zu 100%. Dann noch... ich hab's wieder nicht geschafft. Kann ich auch Restart machen? Nee. Ist das deprimierend. Ich hab das alles so schön geordnet. Dass erst Mario-Sachen kommt, dann Donkey Kong, weil das noch nah an Mario... Hier, Super Mario Luigi Superstar Saga. Habe ich das durchgespielt? Oh, muss ich mal gucken. Luigi's Mansion 2 habe ich zum Beispiel noch nicht durchgespielt. Wo ich das auch schon sehr lange habe. Picross? Nee, habe ich nicht. Das ist der normale DS. Oh Mann. Oh weia. Das ist alles nicht in Ordnung. Alles überhaupt nicht in Ordnung. Diese Unwissenheit. Ah, die macht mich krank. Meine eigene Unwissenheit macht mich krank. Ich liebe mein 3DS. Nintendo Battle Cat habe ich viel gespielt. Ich habe auch Rainbow Fights oder so. Irgendwas mit Runbow heißt das. Ich habe an Rainbow gedacht, weil das Spiel bunt ist. Ja, Runbow ist ein cooles Spiel. Indie-Titel. Shantae habe ich. Also halt runtergeladen. Ich habe hier Zelda 1, Zelda 2, A Link to the Past, Oracle of Ages und Seasons hier. Zelda... Twilight Princess Picross habe ich. Und das habe ich ja geliebt. Du dumme Sau.
Warum hab ich denn die Kiste geholt? Hab ich das die ganze Zeit versucht? Warum? Ich hab das doch schon. Das war nicht clever. Dann hab ich. Ey, wenn ich hier den Reihe jetzt ganz am Anfang gekauft hätte, hätte ich das Voucher-Programm gehabt und dann hätte ich auch Minish Cap. Das wäre cool, so eine richtig. Dann wäre. Alter, da wäre ja bis Skyward Sword gefühlt wäre ja alles zu spielen da drauf. Nee, Twilight Princess. Weiter überlegen. Ich habe das so schön ausgestellt bei mir im Zimmer und ich komme einfach nicht drauf. So, Time Trial. Du kannst stehen bleiben und darauf warten, dass die Uhr noch da ist, während alle anderen schon im Ziel sind. Ja, ich möchte aber jetzt ungern warten. Ich schaff das so. Nee, nee. Der Fortschritt in deinem Part ist gering. Aber er ist da. Pilot Rings habe ich nicht. Einfach so in den Raum geworfen. Das habe ich nicht. Ich sammle schon. Warum sammle ich denn die Kiste? Aber okay, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es über die Rampen schneller geht. Ist das eine Zeitkiste? Na klar, ein Dreier! So, jetzt genauso wie immer. Einfach hier den Boost mitnehmen und dann rechts von dem nächsten auch. Aber der ist so lahm! Oh! Gut gemacht, Schwein! Ich komme nicht auf mehr gerade. Auf mehr komme ich einfach nicht. Das ist nur Saphir! Das ist nur Saphir! Da, nee. Nehme ich am Anfang irgendwie das Speedpad nicht mit? Da gibt's dann. Ich bin gerade richtig dumm. Ich bin richtig doof. Ja, ist kein Wunder. Ja. Zeit nur. Oh, wow. War auch noch knapp. Was soll das denn? Was soll denn das? Das kann doch nicht immer so knapp sein. Das ist eine Frechheit. Ich habe drei 3DS. Ich habe einen roten. Ich habe einen New Nintendo 3DS, der aber leider nicht mehr aufladen kann. Da, wo ich sehr, Alter, da war ich richtig traurig. Und jetzt habe ich einen New Nintendo 3DS XL. Und ich liebe ihn. Nein! No, hier, Neustart, danke. Neuanfang. Was? Ich versuche noch ein bisschen zu überlegen, währenddessen aber auch zu reden, damit wir hier irgendwie vorankommen. So, jetzt habe ich ordentlich die Seiten gewechselt und jetzt... Okay, hätte nicht sein müssen, aber hier, den Speedboost. Den bis zum Ende durchziehen. Easy! Ich fahre voll den Abgrund. Hat voll nicht geklappt. Neuanfang. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Die Zeit ordentlich zu packen. Bam, bam. Und vorwärts! Ich weiß nicht, ob der Turbo-Start besser geht. Ob ich den richtig schlecht mache. Ne. Auf dem 3DS habe ich echt viel gespielt. Ich liebe den. Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Hör auf damit. Ne. So, am besten nicht in... Da, oh, Leute. Ne. Ich habe die Box nicht mitgenommen. Aber ich fahre hier schön durch alles durch. An dir möchte ich vorbei. Bitte ramme ich nicht. Guck mal, schon bin ich Erster. Na, schade, und auch die 3 Sekunden nicht mitgenommen. Das ist ein herber Verlust für die Crash Bandicoot-Welt. Mal gucken, ob das hilft. Nein, doch. Da bin ich auch nicht sehr viel schneller. Das hätte auf jeden Fall besser laufen können, aber Gold ist drin. Hä? Ach, stimmt. Ich dachte, wir wären bei 41. Ich möchte gerne nochmal. Warum schaffe ich denn Gold nicht? Achso, weil ich die Kiste nicht mitgenommen habe. Wow. Ja, aber Gold ist drin. Hier, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Jetzt reicht's aber mit dem Nachgedenke hier über den 3DS. Mensch, so eine tolle Konsole. Der New Nintendo 3DS XL ist übrigens auch... Also wirklich, der ist schön groß. Schön XL. Hat einen schönen großen Bildschirm. Menschenskinder, fahr doch nur ordentlich. Du hast es doch schon so fast geschafft. Los. Ich überlege jetzt, ob ich hier noch eine Folge aufnehme. Einfach weil ich gerade eindeutig sehr gut in dem Spiel bin. Yeah! So, und jetzt. Zack. Jawohl! So soll das aussehen. Was? Eure Sekunden interessieren mich nicht. Naja, egal.
Nein! Fahr, fahr, fahr! Ich habe schon so einen weiten Weg hinter mich gelegt. Vor allem, ich war doch faktisch einfach schneller. Auch, warum hat mir das nicht gebracht? Weg jetzt. Ich überhole euch. Ich überhole euch. Ich sag's euch. Guck mal, 28. Das schaffe ich easy. Feuerfrei! Du Sau, geh weg! Yeah, Sub 40? Nicht Sub 40, aber immerhin Gold. Ich bin kein guter Spieler, wie es scheint. Gold! Max, das ist voll schlecht. Was ist denn mit den Developer-Types? Develop. So, heute machen wir Maxin G. Middle Solid Gear. Irgendwann komme ich in ein paar zurück und dann erzähle ich mal, da schreibe ich mir extra auf, was für Spiele ich habe. Irgendwann kommt die Wii dran. Aber das sind ja dann nicht meine Spiele, das sind ja, ist ja dann Familie. Genauso wie die Switch. Obwohl, also die gehört ja eigentlich meinem älteren Bruder. Nun gut, aber dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.